Hallo? Hallo, seht ihr mich? Hallo? Hallo, ist jemand da? Alles klar, MBH. Warte, ich guck mal. Ja, passt. Prost. Twitch Highlights. So. Also. Wir machen heute Reaction und... Als erstes mal muss ich ein Haar aus dem Mund nehmen. Als allererstes nehmen wir jetzt das Haar aus dem Mund. Machen wir noch Musik drauf? Keine Musik, heute ist sparsam. Wir machen heute reduziert. Man muss auch mal reduzieren, entschleunigen, runter vom Gas. Also, zum kleinen Programmablauf für heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit Sie sich darauf vorbereiten können, was heute auf Sie wartet, weil die nächste Fahrt geht nämlich rückwärts. Schnallen Sie sich an und kotzen Sie bitte nicht Ihrem Vordermann ins Genick. Ich rede heute sehr schnell. Ich bin sehr gestresst. Ich hatte einen Scheißtag. Ich weiß nicht, wie eure war. Meiner war bescheiden. Ich wollte gestern schon streamen. Ich bin 24 Stunden zu spät. Ich war heute auf der Bank. Ich wollte Geld abheben. Macht man manchmal am Geldautomat, ne? Und auf einmal stürzt dieser Automat ab und meine Karte steckt da noch drin. Panik kurzfristig. Aber es ging dann. Also ich konnte mich beruhigen. Ich habe in eine Tüte geatmet. Und übrigens, hallo Ganzer, warte mal. Bleib mal da, geh nicht weg. Schreib mal was. Ganzer, schreib mal was. Ist jetzt eingeschlafen oder was? Ah, gut. Wow. Ganzer, ich bin stolz auf dich. Alessio, hey, schön, dass du da bist. Und dann werde ich euch noch offenbaren, warum dieser Stream ab 18 ist. Denn ab sofort zeige ich ab. Mary, c'est fantastique. Ich trinke jetzt was. Haltung. Ich mache ab sofort nur noch Mini-Dabs. Gleichzeitig. Ja, ihr habt es euch gewünscht und ich zeige euch jetzt quasi den Struggle, den ich jetzt gleich haben werde. Das gute Stück und das gute Stück werde ich jetzt nämlich in das neue Studio reinbringen. So, ich bin jetzt im Keller und werde jetzt meinen Stuff rausnehmen. Für alle, die Vince nicht kennen, Vince ist ein Sounddesigner, ein Musiker, ein total cooler Typ, ein super Genie, was Musik angeht. Und ich gucke immer gerne bei Vince rein. Okay, zurück. Ja, gut, ich weiß nicht, ob man das sieht. Let's go. Oh my goodness. Oh my freaking goodness. Look at this. All this mess. Ich glaube, dass da... Hat er jetzt die Sachen da gelagert oder ist das jetzt schon das neue Büro? Ich hoffe nicht, dass das jetzt das neue Büro ist. Wer bürot denn im Keller? Okay, ich kenne jemanden, der bürot im Keller. Zu 70% mein Stuff hier ist, weil hier sah es noch nie unordentlich aus. Und seit ich jetzt von Aachen wieder zurück bin, der Messi ist wieder am Start. So, hier ist mein Producer-Tisch. Und den gilt es jetzt rüber zu karren in das neue Studio. Hier noch ein paar kleine Sachen, die ich mitnehmen werde. Und ja. Ja gut, dann wollen wir mal. Oh Gott. Fangen wir mit dem schwersten Teil an. Oh Gott. Keine Ahnung, wie ich schleppen soll. Ja, Corona, Mann. Ich hätte so gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Bock! Ich habe nämlich am Dienstag den ganzen Sperrmüll, den ich in meinem Keller gelagert habe und der auf meiner Terrasse stand, vorne an die Straße geschleift. Mit einer Schubkarre, weil ich zu faul war zum Tragen. Okay, ich jetzt zu. Ich bin 8-mal gelaufen. Okay, auch weil ich schwach bin und nicht viel schieben kann. Es war anstrengend und ich hätte darauf gar keine Lust. Oh, scheiß die Wand an. Oh. Der Schlüssel anhängen. Oh. Jetzt gilt es, das Ganze in den Wagen zu karren. Ich dachte schon, das wäre die schwerste Arbeit, aber Auto wird eine richtige Herausforderung. Wir gehen jetzt ins Studio. Das ist jetzt nicht der ganze Teil. Ja, Gott sei Dank steht... Was ist das? Ein Monitor? Box? Was steht da hinten? Auf dem Kindersitz. Safety first, meine sehr verehrten Damen und Herren. Safety first. Nicht America first, Safety first. Wenn ihr Bock habt, dass ich das dokumentiere, wie ich abnehme, dann lasst es mich in den Kommentaren. Ja, dokumentiere es, Vince, weil... Dann hast du mehr Druck. Ich baue jetzt meinen Tisch auf. Das wird ein Spaß. Ich liebe es.
Ich dachte, der erzählt uns jetzt, wie er die Musik gemacht hat für diesen 3D-Film. Vince, betreibst du etwa Clickbait? Ich möchte hier niemandem irgendetwas vorwerfen oder unterstellen, aber in dem Titel steht was anderes. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es einfach nicht, du Dick. Ich wollte mit euch ja über das Among Us Sounddesign-Projekt sprechen. Okay, im letzten Video habe ich ja euch was über die Musik erzählt, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Link in der Videobeschreibung, könnt ihr da nochmal abchecken. Ups. Sorry. Also hier habe ich mehrere Ju-Spuren, Alter, hier ist Kevin Schwede. Halt mit verschiedenen Spuren, dann Revi mit verschiedenen Spuren. Aber ich kann auch nicht aus jedem Scheiß-Sound Gold machen, also da sind mir auch die Hände gebunden. Wie er tut. Also weißt du, ganz ehrlich, der Typ, der hat wirklich ein fettes Talent, der hat ein riesen Know-how und der macht aus Scheiße einfach Gold. Der kann aus jedem x-beliebigen Drecks-Ton ein geiles Lied machen. Da kann er sowas natürlich auch. Sounddesign Deluxe. Vielleicht kann er auch mal mein Mikro einstellen, das wäre auch geil. Vince, hast du noch Zeit? Weil das ist auch irgendwo eine Kunst des Sounddesigns, die Realität so nah wie möglich abzubilden. Nehmen wir zum Beispiel Knossi. Der befindet sich im Admin-Bereich und macht diesen Card-Swipe. Und hier sieht man in der Szene Sascha vorne und Knossi ist ja weiter hinten. Das Mikro ist ja quasi da, wo die Kamera ist. Im Umkehrschluss heißt es einfach, dass es mehr halt. 2 Stunden Nein, an einem Kartengerät. Das kann nicht sein. Hängt er jetzt wirklich seit 2 Stunden an einem Kartengerät? Das kann nicht sein. Ein Beispiel nochmal. Stellt euch mal die Szene vor von Ju, der gerade von Sascha verfolgt wird, dass anstatt die Fußschritte Entenquietschgeräusche zu hören sind. Fuck. Die Krone von Knossi ist ja runtergefallen, als er ermordet wird. Ich hatte keinen einzigen passenden Sound, der die Krone simuliert. Ich habe dann was Eigenes aufgenommen. Hier ein kleiner Clip. So, Stift. Und hol dann quasi hier die Ecke hier. Das klingt doch schon ein bisschen nach der Krone, ne? Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt des Sounddesigns cool. geben. Nice! Schön! Wenn ihr den Rest angucken wollt, dann schaut natürlich bei Vince vorbei. Und hier also noch einmal Prost für alle Beteiligten. Ihr seid alle mit am A- weil mitgehangen, mitgefangen. Ich hab's geschafft. Ja!